Hallo und schön, dass ihr auch heute mal wieder dabei seid bei Let's Play World of Tanks. Und da spiele ich für euch den Skoda T40, den Premium der Tschechen. Ja, finde ich auch mal wieder ganz schön, mal so einen mittleren Panzer zu zeigen und auch eben nicht immer Tier 6, 7, 8, ne, Tier 7, 8, 9, 10, so würde ich sagen, weil 6 haben wir ja hier. Also wir haben ein Tier 6 Panzer, wir haben jetzt nicht 6 miteinander, das wäre jetzt ein bisschen noch zu früh. Die Entwicklung geht wohl dahin, aber wie gesagt, jetzt sind wir einfach nur mal für uns hier geistig. Ja, so, ich werde mal hier rüberfahren, da so Richtung Cromwell und so nach, das wäre der Wunsch. Muss ja aber ein bisschen Gas geben und deswegen überhole ich schnellstmöglich den dicken Max und versuche hier rüber zu kommen. Wie gesagt, hier ein bisschen aufpassen, das ist immer so ein bisschen tricky. Manchmal geht's gut, manchmal kriegt man auch schon schön schnell eine auf die Schnauze. Ne, der Cromwell, leider habe ich ihm keine geben können, aber ich habe wenigstens noch keine bekommen. So mit Glück im Unglück. Ja, Cromwell, jetzt genau, ein bisschen leben und leben lassen ist die Devise. Und deswegen kriegst du jetzt eine von mir hinten rein. Jetzt fährt er da hoch. Aber da ist er auch schon weg. Und da hinten, da ist jetzt ein Panther. Da muss man auf jeden Fall aufpassen. Wir sind jetzt hier auch nicht so mit den Schwergewichten gesegnet an dieser Stelle. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Nee, der steht da saugut für uns, wie wir sehen. Der bekommt da nicht mal Damage. Deswegen gibt es jetzt eine Premium-Schelle für ihn. Und da ist auch noch ein IS. Aber bevor du dich so droppen lassen kannst, kriegst du noch mal eine. Wo ist denn der IS jetzt hin? Da ist er. Ah, ging nicht durch. Und wir sehen, hier sind wir jetzt eigentlich recht gut durchgekommen. Deswegen werde ich da jetzt nicht denen nachfahren, sondern ich werde jetzt mich da der Mitte eher widmen. Da aufpassen, nicht ganz mit Schwung, bisschen überlappen und runter geht's. Aha. Komm schon, komm schon, komm schon. Na, den Jackson lasse ich mal die anderen einfach machen. Also selbst zeitlich am Turm ist es da rot bei ihm. Auch toll. So, jetzt drücken die dann da langsam auf den drauf. So, natürlich. Wir haben sie nicht mal angekratzt. So, wir lassen meine Jungs da kommen, dass er wieder wegschaut, so wie jetzt. Dementsprechend wir dann ihm eine seitlich reinbetonieren können. Und da ist er schon weg. Und jetzt nur noch der 5916 am Leben. Leider kein Kill.
Und der fährt jetzt dem UI entgegen. Der wird jetzt auch ein schönes Leben haben. Ja. Das war's für den. Ja, das war eine unaufgeregte, einfache Live-Runde, so wie sie es gehört. Wird sogar noch mit zweiter Klasse belohnt. Die Teamauswertung besagt, dass ich im Schaden auf dem 5. Rang bin, in den XP im Mittelfeld. Wie gesagt, das war einfach schnell, bisschen mal just for fun, bisschen zocken. Ich hoffe, es hat euch auch live gefallen. Unterm Strich gab es 1426 in die Wargaming-Kasse. Ein bisschen was muss ich ja denen auch geben. Ich persönlich muss sagen, nettes kleines Ding, aber ob es mein Lieblingstier 6 Premium ist, wage ich zu bezweifeln. Ich persönlich mag da den Cromwell oder den Rudi sogar noch etwas lieber. Ansonsten vielen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute bei World of Tanks. Euer Alcaramba.